Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Montag. Genau. Eigentlich will ich nicht vloggen, ich will euch wieder was erzählen. Ja, und zwar, als erstes, ich habe überlegt, meine Augenbrauen wieder zupfen zu lassen, beziehungsweise mit dem Faden. Das habe ich ja früher immer gemacht, weil das sieht dann einfach richtig sauberer aus, weil die machen auch die hellen Härchen weg. Die machen halt alles weg. Ja, aber jetzt habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Also das war so ein Friseurladen, der macht das mit diesen Fäden. Ich war da sehr oft gewesen früher und die haben mir sehr oft die Augenbrauen ruiniert. Die haben mir die entweder zu viel gezupft, obwohl ich gesagt habe, ich möchte sie nicht dünn haben, haben sie trotzdem gemacht. Also die haben immer das gemacht, was sie wollten und nie das, was ich wollte. Und da habe ich mir so gedacht, dafür zahle ich kein Geld. Ich gehe doch nicht zum Friseur, sage, ich möchte Augenbrauen zupfen, wenn die das machen, was sie wollen. Und deswegen habe ich auch hier überall diese Lücken, weil die mir einfach zu viel gezupft haben. Ich meine, es sieht zwar sauber aus, aber nee. Und vor allen Dingen ist das sehr schmerzhaft. Vor allen Dingen an diesem Auge tut mir das immer extrem weh. Und die machen das auch ohne Pause. Wenn ich sage, ich brauche eine Pause, dann geben die mir eine Sekunde Pause und machen weiter. Nee, das ist nicht kundenfreundlich, muss ich sagen. Und dann war ich auch noch bei einem anderen Friseur, wo die mir beim Zupfen, aber da gehe ich auch nicht mehr hin, da haben sie mir auch die Augenbrauen ruiniert, da haben die auch gemacht, was sie wollten und wo ich mir denke, nee, dann mache ich das lieber selber. Ich bin zufrieden mit der Form. Ich zupfe immer zwischendurch ein bisschen. Und ja, mir gefällt es, wie gesagt. Damit bin ich mehr zufrieden. Ich mache eh lieber alles selber, weil es ist wirklich schwierig. Also zum Beispiel ist es schwierig, einen Friseur deines Vertrauens zu finden, der es wirklich gut macht und der sein Geld auch wert ist, weil wenn sie mir die Augenbrauen ruinieren, muss ich dafür bezahlen, obwohl es mir nicht gefällt. Und dann mache ich das lieber selber. Wisst ihr, was ich meine? Ja, anderes Thema, und zwar meine Nägel. Die sind zwar immer noch schrecklich aus, aber wenn ich jetzt hier so drauf drücke, ich habe keine Schmerzen mehr. Das ist das Gute, es tut nicht mehr weh. Jetzt überlege ich, soll ich hier drauf jetzt nochmal künstliche Nägel machen oder nicht? Ich weiß es nicht, weil die sind eigentlich, ich kann die eigentlich nicht mehr feilen. Und wenn ihr die künstlichen macht, müsst ihr ja die Oberfläche feilen, aber das geht. An manchen geht das. Also an den hier drei geht's, aber an diesen beiden ja nicht so. Das dauert jetzt extrem lange, bis die wieder so richtig gut aussehen. Ja, und Nagellack will ich da auch nicht drauf machen. Kücke. Ja, das zu diesem Thema. Was wollte ich noch erzählen? Genau, zwei Sachen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, etwas fehlt auf meinem Kopf. Genau, und zwar das hier. Ich trage ja immer sehr gerne das hier. Diese Hasen- oder Katzenohren. Ich habe das jetzt mal gewaschen. Ja, weil das sah nicht mehr so Bombe aus. Es hatte überall Make-up-Flecken und das ist mir ins Klo gefallen. Ich hatte zwar schon abgezogen, aber trotzdem ist es mir ins Klo gefallen und dann habe ich es lieber gewaschen. Ja. Und da ich nur einen Teil davon habe, habe ich mir jetzt bei Amazon, war das glaube ich, genau, welche bestellt. Also andere. So, die sind aus Hongkong oder so oder China, keine Ahnung. Nur das Doofe ist, ich habe mir, glaube ich, vier Stück bestellt, ja? Und es war derselbe Verkäufer. Und Versand war 1 Euro. Und ich dachte, wenn ich mehrere bestelle, dann kann ich einen Versand sparen. Aber nein, ich muss viermal den Versand bezahlen. Also nochmal 4 Euro Versand. Und er verschickt die. Und die Kacke ist, er verschickt bestimmt alle zusammen in einem Paket. Und da fühle ich mich verarscht. Weil wenn ich viermal Versand bezahlen muss, dann möchte ich auch vier verschiedene Pakete haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, hätte ich das vielleicht an verschiedenen Tagen bestellen sollen. Weil wenn eins verloren geht, geht ja das Ganze verloren. Und wenn die das an verschiedenen Tagen abgeschickt hätten, wisst ihr, was ich meine? Dann wäre die Chance höher, alle zu bekommen. Weil wenn jetzt alle vier weg sind. Ja, dann habe ich auch welche gesehen. Bei Wish wollte ich bestellen. Ja, oh. Aber bei Wish ist die Kacke. Ich dachte, man kann bei Wish mit PayPal bezahlen, aber das geht nicht. Das geht nicht. Voll Kacke. Und bei Amazon kann man auch nicht mit PayPal bezahlen. Was ist das für ein Scheiß? Ich dachte, man kann mit PayPal bezahlen, weil ich bezahle damit wirklich sehr, sehr gerne. Aber es geht nicht. Man kann nur bei eBay mit PayPal bezahlen. Und bei eBay habe ich keine schönen Haben da gesehen.
Ja, oh mein Gott, schon wieder 4 Minuten Gelaber. Oh mein Gott. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ich wollte euch eine Sache noch sagen, und zwar Musik. Ich möchte gerne andere Musik verwenden, als die bei YouTube vorgeschlagen wird, ja? Ich habe es bei vielen gesehen, die benutzen Musik von diesem Audio Network. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Was ist das genau? Muss man dafür bezahlen? Wie funktioniert das? Weil ich habe keine Ahnung, man muss sich da irgendwie anmelden. Ja, aber ich verstehe das nämlich mit diesem Audio Network nicht. Kann ich nicht die Musik so normal benutzen, wenn ich mir das zum Beispiel jetzt kaufe, das Lied zum Beispiel bei Amazon, wenn ich mir das kaufe, oder bei iTunes, keine Ahnung, ich bezahle dafür Geld, aber dann kann ich das doch nicht in meinen Videos benutzen, oder? Also ich weiß, man kann 7 Sekunden des Liedes benutzen, aber was ist mit 20 Sekunden? Nicht, dass ich dann abgemahnt werde, wisst ihr, was ich meine? Weil, oder ist das so, dass ich, weil kann ich das Lied einfach so benutzen, oder kann ich das Lied zum Beispiel, ich weiß es, wenn ich das Lied dann benutze, dass dann die Werbeeinnahmen, dass ich sie nicht bekomme, sondern der Künstler sie bekommt. Also wenn ich dann sein Lied zum Beispiel benutzen würde, kriegt er dann die Einnahmen, ist das dann in Ordnung, oder werde ich dann noch abgemahnt? Und wie ist das mit diesem Audio-Network? Also ich verstehe das nicht. Muss ich mich da dann anmelden, um das Lied zu benutzen, oder kann ich das auch hintenrum durch Amazon zum Beispiel benutzen? Kennt sich damit irgendjemand aus? Ich habe so ein geiles Lied, das würde ich gerne für meine Videos nutzen. Aber ich weiß nicht, wie da die rechtliche Lage aussieht. Ich habe sowieso keine Ahnung. Ja, also wenn ihr da was wisst, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Oh mein Gott, Leute, was ein grässliches Licht, oder? Ach, ja, kann ich nichts machen. Ich hatte gerade ein anderes Oberteil an, aber das sah nicht so gut aus, weil, also das habe ich mir mal bestellt. Es hat mir aber von Anfang an nie gefallen und ich trage das eigentlich nur zum Schlafen. Und jetzt dachte ich, ich könnte da was zaubern. Hat leider nicht funktioniert, deswegen habe ich das angezogen. Das ist ein bisschen dicker, weil es ist kalt. Also es ist, ich glaube, hier drin ist es kälter als draußen. Oh mein Gott, ja. Ich wollte, was wollte ich denn? Genau, ich wollte mein neues Make-up mit euch ausprobieren. Das hier von Estée Lauder. Hat mir die liebe Petra zugeschickt. Und ich bin gespannt. Nur Problem ist, ich bin schon etwas braun, also nicht ganz, aber ich benutze sowas, also die hellen Farben immer im Winter, wenn ich käseweiß bin. Deswegen könnte die Farbe nicht mehr so ganz passen. Aber ist nicht schlimm, ich wollte es mal ausprobieren, weil meine Freundin hat das auch und sie liebt dieses Make-up. Ja, ich bin gespannt, hat auch sehr gute Bewertungen. Ja, probieren wir es mal aus. Ja. Hallo meine Lieben, ich bin fertig geschminkt. Oh mein Gott, sieht das so kacke aus. Okay, ich muss sagen, ich habe mich lange nicht mehr geschminkt, weil ich meine Haut ein bisschen Pause gönnen wollte, also will eigentlich. Deswegen schminke ich mich nicht mehr so oft. Und dadurch habe ich viele Schritte vergessen. Zum Beispiel habe ich vergessen, dass ich immer konturiert habe, dass ich dann ab, ich habe vergessen abzupudern, ist mir später aufgefallen. Aber ich muss sagen, ich habe gar nicht geglänzt mit der Foundation. Also ich finde die eigentlich ganz gut, nur die ist mir zu hell, ein Ticken zu hell. Aber das liegt daran, weil ich braun geworden bin. Im Winter ist sie perfekt, ist die Farbe perfekt. Ich muss sagen, der erste Eindruck ist sehr gut, also ich bin begeistert. So. Außer die Farbe finde ich, also finde ich es sehr, sehr gut. Also ich bin gespannt. Ich muss sie jetzt noch testen, wie lange die überhaupt hält und so. Auftrag war ganz gut. Die ist nicht so dick, die ist so dünn. Die macht euch auch nicht so ein Maskengesicht, sondern eher so natürlich, was ich sehr gerne mag. Also bis jetzt bin ich begeistert. Ja, dann habe ich mich geschminkt. Oh, ich habe jetzt eine neue Wimperntusche benutzt, weil ich habe eine. Die benutze ich die ganze Zeit, aber die ist fast leer. Und ich habe noch so, so viele Mascaras. Also ich kaufe gar keine mehr. Jetzt habe ich 2 neue ausprobiert. Einmal diese Glamour Doll. Die soll ja so gut sein. Habe ich gerade ausprobiert, aber irgendwie ist mir das zu wenig Volumen. Dann habe ich noch diese von Essence, meine Lieblingsmascara. I Love Rock'n'Roll. Die habe ich aber schon Jahre nicht mehr benutzt, weil ich jetzt immer andere benutze. Und ich muss sagen, das Bürstchen ist mir zu dick. Also ich muss mich wieder dran gewöhnen an dieses Bürstchen, weil immer, wenn ich eine neue Wimperntusche benutze, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Also das ist immer so, man muss sich erstmal dran gewöhnen. So, aber die geben Volumen. Das mag ich an der gerne. So, Lippenstift habe ich wieder MAC mehr. Ich habe mir die Oberlippe vergrößert, aber bei mir, ich finde, das sieht man bei mir immer so. Ja, also das ist mein Make-up für heute. Eigentlich nur, um die Foundation auszuprobieren. So,
Das wollte ich sagen, was wollte ich noch sagen? Weiß ich gar nicht mehr. So, meine Lieben, ich schulde euch ja noch ein Outfit of the Day. Also heute ganz chillig und bequem eine Leggings, Sportschuhe und so ein langes Oberteil. Also ich liebe dieses Oberteil. Ich weiß noch, ich hatte das letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, habe ich das immer getragen, weil ich das so geliebt habe. Und weil es das einzige schicke Oberteil war, was mir gepasst hat. Aber ich hatte so einen riesen Bauch, also wirklich so einen Bauch. Da sah das natürlich anders aus als jetzt. Jetzt kann ich das so, obwohl ich habe das damals auch mit einer Leggings getragen. Aber ich hatte halt noch diesen Unterrock. Jetzt habe ich keinen Unterrock. Aber ist ja nicht schlimm, man kann sie ja auch so tragen. Es ist, wie gesagt, lang genug, wie ein Kleidchen, verdeckt den Po. Ja, also jetzt ist es auf jeden Fall länger als vor einem Jahr. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Outfit findet. Ich finde es mega. Das hat hier so Taschen. Also wie gesagt, das ist altes Oberteil. Das habe ich von meiner Schwester bekommen. Sie wollte das nämlich wegschmeißen, aber das war nagelneu. Das war noch ungetragen. Und ich fand das mega schön. Ich glaube, das war von... Boah, ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Nicht Only, der andere Laden. Wie hieß der? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich glaube, das war diese Marke, aber... Juhu! So, ich warte jetzt auf meine Schwester. Die ist wie immer zu spät. Also ich war heute echt früh fertig. Für meine Verhältnisse, sonst bin ich auch mal spät dran. Ja, sie holt mich jetzt ab und dann fahren wir zu meinen Eltern Mittagessen. Ja. So, hallo. Hallo. Sie ist auch da. Ja, wir wollten nur kurz Hallo sagen, weil wir fahren jetzt direkt weiter. Genau, wenn es vorangeht. Sie ist ein bisschen gestresst heute. Ja, weil überall... Wegen dem Verkehr, aber ich kenne das selber. Genau. Und jede rote Ampel habe ich mitgenommen. Kenne ich. Habe ich auch öfter. Habe dreimal so lange gebraucht wie normal. Also anstatt 15 Minuten, 20 Minuten bin ich schon 50 Minuten unterwegs. Ja. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Okay. Auch mit Sonnenblumen kennen. Also Leute, wirklich, ne? Ja. Deiner ist auch gut. Was? Ich habe nicht gesagt, dass deine ist nicht gut. Woher sollte ich wissen? Hier? Ich würde ja lieber in den Kühlschrank gucken. Haben wir hier. So, hier ist der erste Salat. Hier der zweite. Den hat Leslie gemacht. Ich hatte gestern auch so einen grünen Salat. Okay. Das ist ganz schön, darf ich dir das geben? Ja, klar. Ja. Danke schön, ich habe hier ganz vergessen, dass ich hier... Wir suchen das optimale Licht. Ja, nee, gerade halten den Kopf. So. Sonst bringt das nichts. So, meine Schwester macht mir jetzt die Haare. Mal wieder. Ja, aber jetzt macht sie was anderes. Sie meint, Bauernzopf und französischer Zopf ist was anderes. Da gibt es einen Unterschied. Gibt es da einen Unterschied? Also für mich ist das dasselbe. Der Bauernzopf ist nach innen geflochten und der französische Zopf liegt oben drauf. Und was machst du jetzt für einen? Ich weiß nicht, das, was mir jetzt am besten liegt. Okay. Nach innen flechten ist... Schwerer, oder? Nee. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es doch selbst nicht.
ersten Strähne flechtet man eh normal. Okay. Dann nehme ich mir eine Strähne dazu. Oh, was denn? Du ziehst. Entschuldigung. Ja. Wie war das? Der Aussehen, Phil muss leiden. Will schön sein, Phil muss leiden, ja. Nachher hast du Papa von drinnen noch drauf. Ja, wahrscheinlich. Dann kann ich das gar nicht benutzen. Warum? Ja, weil keiner will zu sehen sein. Und bevor ich dann eine Woche dran schnippel, dann lasse ich die Szene raus. Das sind die Haare von meiner Schwester. Was hast du gemacht? Ich habe nach innen geflochten, also es ist ein nach Bauernzopf. Innen. Ja. Bauernzopf ist nach innen. Ja. Und das andere ist französischer Zopf. Ja. Oder holländischer Zopf, keine Ahnung. Okay. Dreh dich mal nach da, weil sonst waren Mamas Füße drauf. Ja, ich denke, das reicht. Aber ich finde es schön. So ein bisschen kurz noch die Haare, deswegen gucken wir zwischendurch noch welche raus. Aber die sind schon länger geworden. Ja, aber trotzdem noch zu kurz für so einen Zopf. Das versteht sie leider nicht. Haben wir an der Seite die Zöpfe. Ist ja auch. Ja, aber da nimmst du nur so die Hälfte der Haare. Mhm. Und hier ziehst du komplett in die Mitte die Haare. Ja, stimmt auch wieder. So, wunderschön steht dir, Schwesterherz. Ja, dankeschön. Bitteschön. Hallo meine Lieben, bin jetzt fertig mit dem Sport, mein Make-up, ich weiß nicht, hält das noch? Ich glaube schon, nach 6 Stunden glaube ich, ich habe so einen Durst, was würde ich jetzt sehen? Ich laufe jetzt einen Schleichweg, ich probiere einen neuen Weg aus, meine Schwester hatte auch einen geilen Weg für mich. Aber ich weiß nicht, ob ich da ankomme. Wenn ich da ankomme, dann gehe ich auch die Abkürzung. Soll wohl kürzer sein. Obwohl laut Google Maps auch wieder nicht. Mal sehen. Ich bin fertig. Aber heute war echt ein gutes Training, muss ich sagen. Nur es war ab 17, also ich war um 17 Uhr da. Ab 17.30 Uhr fing es an, voll zu werden. Ich gehe jetzt hier nicht durch die Hauptstraße, weil durch die Hauptstraße fahren viele Autos. Es ist laut, viel los. Und hier nicht so. Ja. Was wollte ich sagen? Was ich gemacht habe, also ich habe 30 Minuten Fahrrad gemacht. Dann habe ich Beine gemacht. Ich habe ein bisschen gefilmt. Boah, ich habe versucht, das Handy zu verstecken. Aber das war. Boah, ich hatte immer das Gefühl, die Leute starren mich an und die wissen, dass ich filme. Ach, weiß ich nicht. Das war ein bisschen voll und es war doof, weil mit dem Handy ist kein Weitwinkel. Also mit dieser Kamera wäre viel besser. Aber die ist halt so auffällig. Mit Handy kann ich das so ein bisschen heimlich machen, aber mit Handy ist es zu nah. Also die Aufnahmen sind zu nah. Da weiß ich nicht, ob ich die verwenden werde. Ich weiß nicht, oder konnte man. Ist egal. Auf jeden Fall. Dann habe ich noch diesen Stepper gemacht. Für die Beine, das habe ich aber nur 15 Minuten gemacht. Boah, ich muss schon wieder auf Klo. Ich bin jetzt in einer Stunde zu Hause. Jetzt muss ich in die Büsche gehen. Frage an euch, würdet ihr, wenn ihr jetzt noch eine Stunde Fußmarsch habt, würdet ihr in die Büsche pinkeln gehen? Ja oder nein? Stimmt mal hier irgendwo ab. Ich filme ja noch weiter, ganz vergessen. Aber der Nachtisch war lecker. Den hat meine Mutter ja schon mal gemacht. Nur jetzt habe ich das mitgefilmt. Das war mit Erdbeeren und Mascarpone. Nur da kommt Zucker rein. Und ich, also 4 Esslöffel Zucker für 6 Desserts. Ich habe ihr gesagt, sie soll beim nächsten Mal diese Flav Drops benutzen, dann ist das Dessert auch Low Carb. Genau, weil so, wenn da ist Kalorien drin. Aber was sollte ich sagen? Ich darf essen. Und zwar
Gummibärchen nach dem Training. Eigentlich ein bisschen. Also ich bin schon 5 Minuten unterwegs. Wie soll ich die jetzt essen mit Kamera? Geht nicht. Also ich mache sie jetzt aus. Ich zeige euch mal mein Dessert jetzt. Ja, zweites Dessert. So Leute, ich bin jetzt an der Brücke. Ich habe sie gefunden. Ich dachte schon, ich hätte mich verlaufen. Weil der Weg so weit bis hierhin war. Ich frage mich, ob das wirklich die Abkürzung ist. Da wäre ich andersrum gegangen, wäre es, glaube ich, kürzer als das hier. Weil der Weg zur Brücke ist nochmal extrem lang. Und keine Abkürzung. Ich glaube aber, meine Schwester meinte eine andere Brücke, weil ich meine diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Brücke hier. Gehen wir mal hoch. Und dann bin ich, wenn ich jetzt hier hochgehe, direkt auf der anderen Seite. Also in einem anderen Stadtteil von Essen. Genau, jetzt muss ich hochlatschen. Oh Gott. So, also ich glaube, das war der Bus, wo ich auf der anderen Seite war, der losgefahren ist. Ich glaube, das war derselbe. Das heißt, ich war genauso schnell wie der Bus und der Bus ist außenrum gefahren. War das so? Oder nicht? Doch, da kam ein Bus. Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. So, auf jeden Fall. Ich bin jetzt 40 Minuten unterwegs. Noch 20 Minuten. Wenn ich unter 20 Minuten jetzt da bin, ist der Weg gleich lang. Wenn ich länger unterwegs bin, ist der Weg länger. Und ich glaube, der ist länger. Es fühlt sich schon länger an. So, hallo, ich bin zu Hause. Oh Gott, endlich. Mir tut alles weh. Der Weg war länger, 1 Stunde 10 Minuten. Sonst laufe ich circa 1 Stunde. Habe ich mir gedacht. Also die eine Abkürzung war okay, aber zu der Brücke zu laufen, keine gute Idee. Ich bin fix und fertig. Ich mache mir jetzt einen Eiweißshake und Abendessen. Genau. So, meine Lieben, mein Abendessen ist fertig und ich freue mich schon so, so megamäßig drauf. Ich habe so einen Hunger. Brötchen, ein ganzes mit Käse, Tomate, Lauch, Zwiebel. Dazu gibt es einen Eiweißshake hier mit Banane, Wasser, Quark und Eiweißpulver. Genau, sind 2 Stück rausgekommen. Und ja, das ist heute mein Abendessen.